und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Das hier hinter mir ist sie, die 70. Spielwarenmesse in Nürnberg. Hier warten fast 3000 Aussteller darauf, ihre 1 Million Produkte vorzustellen. Und wir nehmen euch jetzt mit in den Bereich der Gesellschaftsspiele. Spiele waren wie immer hauptsächlich in den Hallen 10.0 und 10.1 angesiedelt. Hier zeigten die Verlage vor allem das Programm der kommenden Monate, wobei dabei noch viele Spiele nur als Prototyp bzw. mit nicht finalem Material zu sehen waren. Schmidt Spiele setzte die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Wolfgang Warsch fort. Mit Die Tavernen im tiefen Tal wird ein neues, etwas komplexeres Spiel kommen. Jeder Spieler hat seine eigene Taverne und will diese möglichst gut voranbringen. Hierfür muss man im Laufe des Spiels ein gutes Kartendeck bauen und Würfel geschickt auswählen und nutzen. Doppelt so clever stellt den Nachfolger von Ganz schön clever dar. Die Regeln sind bekannt, doch bringt ein neuer Block mit anderen Funktionen und der neue silberne Würfel, der die Spieler dazu verleitet, frühzeitig viele Würfel auf das Silbertablett zu legen, neuen Schwung in das Spiel. Fratto Zacco von den drei Magiern soll die ganze Familie ansprechen. Hier sind Schnelligkeit und gute Merkfähigkeiten gefragt. Bei den Wühlmäusen von drei Hasen in der Abendsonne ist der Name Programm. Bei dem Kinderspiel ab 4 Jahren wird buchstäblich in einer Blätterauslage nach Tieren und Früchten gewühlt. Bei Moses gab es wieder jede Menge Quiz- und Kommunikationsspiele zu sehen. Doch grundlegend will der Verlag auch die große Schachtel erobern. Also wir haben eben mit Safehouse, das hätte ich jetzt sonst auch sofort angeführt, schon auch gezeigt, dass wir solche Spiele auch können und werden da auch immer mal wieder was machen. Also das muss natürlich immer passen und es muss vom Autor und vom Thema zu uns passen. Und, aber wir sind nicht so auf Quizspiele so eng festgelegt, dass wir jetzt nur noch da weitermachen, im Gegenteil. Also wir sind da sehr, sehr offen für viele andere Spielarten auch noch, genau. Zu den aktuellen Spielen zählen der Phrasenfuchs, was wieder ein Kommunikationsspiel in einer schicken Aufmachung darstellt, aber auch Calavera, ein Roll-and-Ride-Spiel vom Carcassonne-Autor Klaus-Jürgen Wrede. Am meisten gab es am Stand von Pegasus-Spiele und seinen Partnern zu sehen. Hexroller vom Partner Frosted Games ist ebenfalls ein Roll-and-Ride-Spiel, wobei hier Zahlen in sechseckige Felder eingetragen werden müssen. Frosted Games hat seit diesem Jahr Zuwachs in der Redaktion. Viktor Kobilke ist nun mit für die Spieleauswahl und Entwicklung verantwortlich. Wenn ich einen Prototyp bekomme, der mir gefällt, natürlich man spielt erstmal und wenn man sich vorstellen kann, das zu machen, dann gehe ich da erstmal ran, überlege, was kann man vielleicht besser machen, welche Zielgruppe, all diese Sachen, die dann relevant sind, rede mit dem Autor, dann teste ich die Sachen, setze meistens dann selbst irgendwie an, dass ich mir einen eigenen Prototypen baue, wo schon Symboliken, alles auch, was die Produktionsprozesse vielleicht angeht, gucke, was kann man da sinnvoll machen und so entwickelt sich das dann. Immer im Gespräch mit dem Autoren zusammen und wenn wir dann soweit sind, natürlich Grafiker engagieren, den briefen, was stellen wir uns vor und dann zusammen das entwickeln, dann die Regeln schreiben, selber layouten, alles so eine Sachen und bis dann das fertige Spiel irgendwann da ist, was dann produziert werden kann. U-Boot ist eine der größten Neuheiten der Messe. Das Expertenspiel geht dabei sogar bereits in Richtung Simulation. Obwohl es von einer App unterstützt wird, trumpft es auch mit einem imposanten U-Boot auf. Auf der anderen Seite stellt Abrakasam ein einfaches Familienspiel dar. Ein Spieler zaubert mit dem Zauberstab, während die anderen anhand der Bewegung den Zauberspruch herausfinden müssen. Beim Pegasus-Partner Edition Spielwiese gab es neben dem Wolfgang Warsch Kommunikationsspiel Subtext wieder eine Uwe Rosenberg-Neuheit. Bei Second Chance wird gepuzzelt. Diesmal werden die Plättchen aber auf dem eigenen Zettel gemalt und nicht gelegt. Ein ganz ähnliches Spiel gab es bei Lookout, Patchwork Doodle. Auch von Uwe Rosenberg muss man hier ebenfalls Plättchen auf Zettel malen. Die beiden Spiele unterscheiden sich allerdings im Plättchenauswahlmechanismus.
Bei Color Addict gab es bei Ass Altenburger ein Spiel, bei dem man schnell um die Ecke denken muss. Steht Pink in Schwarz auf einer Karte, so darf man zum Beispiel auch Violett in schwarzer Schrift darauf legen. Bereits mehrfach angekündigt, konnte man bei Game Factory ein fast fertiges Clask 4, die 4-Personen-Variante von Clask, sehen. Größter Unterschied ist, dass man Punkte im Spiel verliert. Ein Thema, was immer wichtiger wird, ist die Haptik bei Spielen. Es macht einfach so viel mehr Spaß, wenn man ein Spiel hat, was sich gut anfasst. Nehmen wir mal Azul als Beispiel. Da sind die Steine dabei. Das könnten auch Pappmarker sein, aber mit den Steinen macht es einfach so viel mehr her und es macht so viel mehr Spaß, das Spiel zu spielen. Und da kommen immer mehr auf den Markt. Und wir schauen uns jetzt mal eine ganze Reihe von Spielen an, wo der Wert auf die Haptik gelegt wurde. Bei Era von Plan B Games gibt es richtige kleine Gebäude, aus denen die Spieler ihre Stadt zusammenbauen müssen. Dies sieht nicht nur gut aus, sondern ist gar nicht so einfach. Tuki, ebenfalls von Plan B, ist ein Spiel mit schönen Bausteinen. Dabei sind die weißen Steine einfach nur Stützen. Einzig wichtig ist, dass die bunten Steine am Ende genau nach Vorlage liegen. Kubimac von HCM Kienzel braucht keine Stützen, denn die 3D-Teile, die man nach Vorgabe zusammenpuzzeln soll, sind magnetisch. Game Factory hat mit den Titeln Coole Kühe und Avocado Smash zwei Spiele, die komplett durchdesignt sind. Coole Kühe kommt in der Milchschachtel daher und Avocado Smash hat nicht nur eine Avocado-Packung, selbst die Karten haben eine Oberfläche, die sich nach Avocado anfühlt. Diese allgemein schöne Haptik, aber auch viele andere Faktoren sorgen dafür, dass die gesamte Spieleszene zurzeit im Aufschwung ist. Wir erkennen ganz klar, dass auch viele, die jetzt nicht unbedingt als Vielspieler zu bezeichnen sind, wieder Spaß und Freude an intelligenten und kurzweiligen, spaßigen haptischen Spielen gefunden haben. Und davon gehe ich aus, dass dieser Trend sich weiter fortsetzen wird. Ich gehe da von einem starken Wachstum aus für die Zukunft. Hoch konzentriert sich zum einen auf das lustig gestaltete Stichspiel Mopsen, zum anderen auf das Kommunikationsspiel What Do You Mean, bei dem Bilder mit Aussagen lustig kombiniert werden müssen. Außerdem konnte man mit Gespenster am Fenster auch ein Kinderspiel sehen, das schon seit einiger Zeit in der Entwicklung ist. Gespenster am Fenster ist ein sehr schönes Spiel, das ist eben ein Kinderspiel, das sich eben aber auch vom Schwierigkeitsgrad her variieren lässt. Ich muss eben generell Schattenumrisse von Geistern auf die Geister wiederum zuordnen können. Das fanden wir halt vom Prinzip her echt ganz spannend und toll. Und an sich hast du völlig recht, das hast du davor bei Eckart-Spiele gesehen. Das war vor dem Verkauf, danach ist das Ganze ja eben dann nochmal weitergewandert. Und da ist der Fokus einfach nicht ganz so gesetzt gewesen, weswegen Peter natürlich gerne gucken wollte, dass das Spiel noch irgendwo untergebracht wird und uns das Spiel angeboten hat und wir fanden es gut und deswegen ist es jetzt bei uns. Vom französischen Verlag Yellow, aber bei Huch im deutschen Vertrieb, wird in Kürze das Legespiel Legendary Forest erscheinen, das typisch für die Franzosen mit einer wunderschönen Optik auffällt. Bei Yellow selbst konnte man einen internationalen Blick auf kommende Spiele des Verlags werfen. Neben einem neuen Modul für 8-Bit-Box, das ein kompetitives Beat'em-up-Spiel für zwei Personen darstellt, wurde Arcade von Bruno Catala in einem sehr frühen Stadium gezeigt. Die Spieler bewässern eine Wüste und müssen Gebiete einnehmen und dabei verschiedene Dinge sammeln, um zu punkten. Cosmos ist nach wie vor mit Exit das Spiel in aller Munde. Hier kommt auch wieder Nachschub, diesmal sogar ein Fall, bei dem Marc-Uwe Kling das Autorenpaar Inka und Markus Brandt unterstützt hat. Das heißt, gewohnt, die Rätsel sind von Inka und Markus Brandt und die witzige Story, die ja, sehr schrägen Gags, die drin sind, also auch so eine richtige Story, die man während des Spielens auch noch ein bisschen durchliest und erfährt, dass die Kombination ist auch nochmal was ganz Besonderes. Also wir sagen, es dürfte das witzigste Exit-Escape-Spiel sein, das so auf dem Markt ist. Mit Harry Potter, Kampf um Hogwarts, wird Cosmos ein kooperatives Deckbauspiel auf Deutsch herausbringen, bei dem man die Filme rund um Harry Potter nachspielen wird.
Auch die eigene Fantasy-Welt Andor wird ein neues eigenständiges Spiel erhalten, doch ist hier bisher nur das Cover bekannt. Mit Funky Chicken kann die Party weitergehen. Kombiniert mit Lucky Lux kommen bei Funky Chicken einfach neue, tanzähnliche Bewegungen ins Spiel. Bereits in Essen kurz gezeigt, wird es bei Ravensburger das Disney-Bösewicht-Spiel Villainous geben. Doch auch neue Titel wie das kooperative Laufspiel Red Peak oder ein neues eigenständiges Eldorado und eine Brettspielumsetzung zu Minecraft werden das Ravensburger Programm erweitern. Der Partnerverlag Alea wird dieses Jahr 20 Jahre alt, was Grund genug für Ravensburger ist, alles einmal aufzupolieren. Ein Jubiläum, so wie 20 Jahre, das bietet sich einfach an, was neu zu machen. Und die Spiele kommen nicht nur im neuen Design. Also wir haben jetzt angefangen mit Burgen von Burgund und Las Vegas Royal. Auch der Inhalt bzw. die Grafiken werden andere sein. Und auch im Inhalt gibt es mehr als die ursprünglichen Spiele. Bei DLP wurde Coffee Roaster vorgestellt, ein Solo-Backbuilding-Spiel. Ziel ist es, eine Kaffeesorte perfekt zu rösten. Doch wenn man nicht aufpasst oder Pech hat, verbrennen die Bohnen. Ein Trend, den wir erkennen konnten, war das Geschichtenerzählen. Es gibt wahnsinnig viele Spiele, die sich rund ums Geschichtenerzählen drehen. Also man erlebt gemeinsam oder auch kompetitiv eine Geschichte, versucht rauszufinden, wie es weitergeht, versucht in der Vergangenheit etwas zu ändern, um die Zukunft zu verändern oder eben auch einen Fall zu lösen. Und all das ist eben dieses Geschichtenerzählen. Und wir schauen uns jetzt mal ein paar Spiele an, die sich genau darum drehen. Kosmos startet gleich mehrere neue Reihen, bei denen Geschichten erzählt werden. Die Adventure Games sind hierbei Geschichten aus drei Kapiteln mit viel Entscheidungsfreiheit. Die Escape Tales sind hingegen rätsellastige Escape-Spiele, die bei bis zu 360 Minuten Spielzeit tiefgründige Geschichten erzählen. Auch bei Asmodee wird viel erzählt. Neben dem Herr der Träume und Kommandanten, die mit dicken Geschichtsbüchern daherkommen, wird Gen 7 ein Spiel sein, bei dem die Entscheidungen der Spieler zu insgesamt 8 verschiedenen Enden führen können. Für Abacus-Spiele typisch kommt mit Sherlock ein deduktives Spiel in ganz kleiner Schachtel. Jeder Spieler hält Karten mit Fakten auf der Hand und muss entscheiden, ob diese für den Fall nützlich sind oder nicht. Bei Undo vom Pegasus-Spiele können die Spieler durch die Zeit reisen und diese verändern. Ziel ist es, einen Mord zu verhindern. Im Laufe des Jahres sollen 3 Fälle erscheinen. Amigo hat dieses Jahr ein klein wenig weniger Neuheiten als üblich. Ein Grund ist, dass der langjährige Amigo-Redakteur Uwe Mölter vor kurzem in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Ja, es war natürlich jetzt oder ist auch eine ganz schöne Umstellung, weil er einfach immer dazugehört hat und immer da war gefühlt. Und ja, das kann man natürlich jetzt nicht sofort füllen, aber wir haben in die letzten Jahre unsere Redaktion auch schon ein bisschen aufgestockt sozusagen, dass jetzt nicht erst noch jemand gefunden werden muss, sondern es da einen möglichst nahtlosen Übergang gibt. Als Neuheit setzt Amigo das beliebte Saboteur nun als Brettspiel um. Im Team sucht man Schätze. Doch könnten die Kameraden auch Verräter sein und heimlich für das andere Team spielen. Lama von Rainer Knizia ist ein schnelles Kartenablegespiel, das zwar einfach klingt, aber jede Menge Spaß verspricht. Auch Abacus-Spiele bringt mit Pearls ein schnelles Kartenspiel heraus. Hier geht es aber um Set-Collection, um an Perlenketten zu kommen. Beim Nürnberger Spielkartenverlag stehen natürlich ebenfalls Kartenspiele im Fokus. Mit Ohanami gibt es wieder ein Kartenablegespiel mit Draft-Mechanismus, bei dem man Karten auf- und absteigend legen muss, um Punkte zu erhalten. Bei Silver und Gold wird auf Karten gemalt. Jede zeigt eine Schatzinsel und es gilt, die Felder der eigenen Insel abzukreuzen, um zu punkten. Die Karten sind dabei natürlich abwischbar. Beim Riesen Asmodee war eine der größten Ankündigungen hinter einer Vitrine versteckt.
Das neue kooperative Herr der Ringe-Spiel verspricht jede Menge Abenteuer und erhält eine App, die auf der Wellen des Wahnsinns-App basiert. Daneben werden mal wieder Zombies gejagt, und zwar beim Kinderspiel Zombie Kids. Dies ist nicht nur kooperativ, sondern hat auch noch Legacy-Elemente. Asmodee ist dafür bekannt, auch immer mal wieder solche Experimente zu wagen. Asmodee kann, weil wir die große Group im Rücken haben, halt durchaus was wagen. Wir haben es ja letztes Jahr auch mit Holding On gemacht. Auch die Unique Games waren ein Wagen oder sind ein Wagnis gewesen. Ich denke, dass wir da viel wagen konnten. Einiges hat funktioniert, anderes nicht so. Hans im Glück ist seit diesem Jahr im Vertrieb von Asmodee. Das neue Spiel wird Hadara sein. Wir haben tatsächlich nur genau ein Spiel da, Hadara von Benjamin Schwer. Ein, sagen wir mal, gehobenes Familienspiel, aber es ist ein Familienspiel mit ein bisschen mehr Regeln, vielleicht so vom Umfang und von der Länge her vergleichbar mit Stone Age, dass man sich was darunter vorstellen kann. Genau, und aber nur diese eine Neuheit, die wird jetzt hier vorgestellt und wird dann Ende März auf der Spiel doch in Duisburg zum ersten Mal zu spielen sein für die Kunden und Spieler. Jumbo ist in den letzten Jahren nicht durch Brettspiele aufgefallen, will aber in Zukunft Spiele verstärkt ins Portfolio aufnehmen. Wir sind erstmal sehr breit aufgestellt. Wir haben sehr viel Innovation, wir haben Bereiche Puzzle, wir haben Familienspiele, wir haben Strategiespiele, Holz. Also ein sehr breites Sortiment, das wir auch selbst entwickeln und zum Teil auch in Holland produzieren. Und ja, das ist ein sehr rundes und großes Sortiment. Kommende Titel werden Kapa und Overbooked sein. Bei Overbooked hat jeder Spieler sein Flugzeug und muss die Flugreise seiner Gäste planen und die Personen passend im Flugzeug verteilen. Bei Kopenhagen von Cream Games wurde an die typischen Fassaden der dänischen Hauptstadt gedacht. Das Spiel ist ein Tetris-artiges Legespiel, bei dem diese Fassaden nachgebaut werden. Luxor, unsere Erweiterung. Ja, das freuen wir uns sehr, dass wir da auch eine Erweiterung jetzt zu machen. Und da haben wir Queen Games üblich, haben wir 4 Module reingepackt, die man entweder alle einzeln oder auch alle kombiniert spielen kann. Dann wird die Spielzeit natürlich ein bisschen mehr und auch ein bisschen komplexer. Und unser Hauptmodul davon ist die Mumie, der Namensgeber. Und die ist eigentlich sehr schön, weil das ein sehr taktisches Element ist. Jeder Spieler kann die Mumie bewegen zu bestimmten Zeitpunkten. Man versucht sie immer an den anderen Spielern vorbeizuführen, ja, damit die einen vom Fluch getroffen werden und sich erstmal wieder aufrappeln müssen, bevor sie weitergehen können. Auch kleine Verlage wie Oink Games zeigten einige Neuheiten, wie das Reaktionsspiel Zogen, bei dem man auch mogeln darf, oder das Wortspiel Tomatomato. Insgesamt erwartet uns 2019 ein buntes Programm an Spielen, bei dem für jeden etwas dabei ist. Doch an der Außenwirkung muss man trotzdem stets arbeiten. Weil aktuell oszilliert das Spiel in einem Dreieck zwischen elitärem Schachspiel, suchtgetriebenem Poker-Zockerspiel, ja, wo irgendwie Geld bei rausgeht, und irgendwie dem Kinderzimmer. Ja, dass es dazwischen aber irgendwie noch was gibt, dass das Spiel, dass ein Spiel eine tolle Erwachsenenunterhaltung sein kann, dass das Spiel was ist, was auch eine Aussage, eine Message hat. Ja. Das wird selbstverständlich der Literatur und dem Film angezeigt, aber auch das Spiel ist ein Medium, das Narrativ hat, das Geschichten erzählen kann, das auch historische Kontexte aufgreifen kann. Oft, ich gebe es zu, ist es auch relativ dünn oder nur Kulisse. Wichtig ist bei Spielen natürlich der Mechanismus. Aber wichtig ist bei Spielen auch, dass wir uns gemeinsam mit etwas beschäftigen. Und es gibt kein Medium in der Form, das die Menschen dazu führt, sich miteinander zu beschäftigen. Und wenn das Spiel als Kulturgut in der Gesellschaft, in der Außenwahrnehmung einfach als Wert und nicht als elitäres, suchtgetriebenes oder Kinderkappes-Zeug wahrgenommen wird, dann hat es vielleicht auch wieder mehr die Chance, in einen gesellschaftlichen Diskurs mit aufgenommen zu werden. Das war sie, die Spielwarenmesse 2019. Wir kehren nach Hause zurück mit jeder Menge Videos im Gepäck, mit einigen neuen Spielen und mit vielen, vielen Eindrücken von den neuen Spielen, von den Verlagen und auch von den anderen Spielwaren, die es hier noch so gibt. Ja, ihr konntet bereits schon einige Standrundgänge bei uns bewundern. In Kürze kommen auch noch jede Menge Interviews online und sogar ein paar Erklärvideos, sodass ihr euch umfassend bei uns informieren konntet, was es so gab hier.
und was in Zukunft für Spiele erscheinen werden. Ja, bis dahin hoffen wir natürlich, dass ihr weiterhin viel Spaß beim Spielen habt und dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal.